Hallo Marius Ebert hier. In diesem Video geht es um den Handelsfachwirt und ich will mal eben umsetzen, was ich gerade in einem Telefonat erfahren habe. Da hat ein Weiterbildungsträger tatsächlich einer Teilnehmerin gesagt, es gäbe Pflichtveranstaltungen, mit anderen Worten teure Seminare, die dieser Weiterbildungsträger anbietet. Und diese Pflichtveranstaltungen müsste man laut Prüfungsordnung besuchen, sonst bekäme man die Zulassung nicht. Pflichtveranstaltungen? Es gibt keine Pflichtveranstaltungen. Es gibt keine Pflichtveranstaltungen. Ich sage es nochmal. Ja, ich habe in einem anderen Video, schauen Sie mal unter Handelsfachwirt, Zulassung oder Zulassungsverordnung, dort in dieser Prüfungsordnung, PO, in der Prüfungsordnung für den Handelsfachwirt, gibt es nur, Doppelpunkt, formale Bedingungen. Sie brauchen zum Beispiel eine kaufmännische Ausbildung oder wenn Sie die nicht haben, brauchen Sie eine andere Ausbildung. Wenn Sie gar nichts haben, brauchen Sie Praxiserfahrung. Also formale Bedingungen. Aber es gibt keine, ich wiederhole, keine Pflichtveranstaltung, die Sie besuchen müssen. Was Sie sogar theoretisch könnten Sie sogar ein komplettes Selbststudium machen. Solange Sie die formalen Bedingungen erfüllen, solange Sie also diese kaufmännische Ausbildung haben, die Praxiserfahrung und all das, was ich in dem anderen Video Handelsfachwirt-Zugangsvoraussetzung erklärt habe und was in der Prüfungsordnung steht, ja, schauen Sie in die Prüfungsordnung, dann können Sie im Prinzip ein komplettes Selbststudium zu Hause machen. Sie können sich Bücher bei Amazon oder sonst wo kaufen, sich das alles selber erarbeiten, kann Ihnen kein Mensch verbieten und dafür brauchen Sie keine Pflichtveranstaltung. Und jetzt bitte klicken Sie auf den Link unter dem Video, denn dort bekommen Sie die Prüfungsordnung. Da lesen Sie das, was ich hier gesagt habe, bitte noch einmal nach. Ja, und da werden Sie sehen, dass da nirgendwo in der ganzen Prüfungsordnung von Pflichtveranstaltungen die Rede ist. Das kann doch nicht sein, so etwas. Ja, klicken Sie auf den Link und tragen Sie Ihre E-Mail ein und dann bekommen Sie die Prüfungsordnung in Ihr E-Mail-Postfach und dann können Sie es selber nochmal überprüfen. Es scheint am Markt wirklich Weiterbildungsträger zu geben, die auf diese Art und Weise die Leute quasi, ja, wie soll man sagen, zwingen. Ja, da oder zumindest diesen falschen Eindruck erwecken, dass die Leute dahin müssten zu diesen Weiterbildungsveranstaltungen. Und die sind dann auch noch grottenschlecht. Ja, also das gibt es nicht, so etwas. Die Prüfungsordnung gibt so etwas nicht her. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.